Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe meiner Top 40 Wochencharts im Jahr 2024. Wir haben auch in dieser Woche wieder ja, eine tolle Top 40, sage ich mal, zusammen. Und ja, da werden wir heute, ja, wie immer vom Platz 40 bis zur Nummer 1 die Songs runterzählen, was ihr so abgestimmt habt. Ja, wir blicken aber, bevor wir jetzt reinstarten hier in das Video, nochmal kurz zurück auf die Top 3 vom letzten Mal. Da hatten wir auf Platz 3 Yard Act mit Petroleum, die 2 ging an Diamond mit 1987 und auf Platz 1 hatten wir The Wackiness mit Lunar Eclipse. Mal gucken, ob das immer noch so ist oder ob sich dieses Mal was verschoben hat. Und ja, seid gespannt, wir beginnen jetzt ganz unten mit Platz 40. Sind hier wieder mit am Start in den Top 40. Sie waren ja letztes Jahr auch schon mit Somebody Like You einige Wochen in den Charts. Ja, der Song wird dann auch in den Jahresendcharts noch irgendwann vorkommen, denke ich mal. Da wird es auch übrigens bald weitergehen mit den besten 300 Songs des Jahres 2023. Auf jeden Fall die Giant Wuchs mit Fight Club, erster Neueinstieg in dieser Woche. Wir machen weiter mit einem Song, der doch deutlich runterfällt, sage ich mal, in dieser Woche. Aiden Foyer, Galileo Galilei, letztes Mal noch im Mittelfeld gewesen, auf Platz 21, dieses Mal minus 18 Plätze, runter auf die 39. Die 38 ging an Bring Me The Horizon dieses Mal, Dark Side, letztes Mal 35, dieses Mal 38, also leichte Abwärtstendenz hier in der siebten Chartwoche. Genau, wir machen weiter mit Platz 35, da geht es wieder etwas deutlicher bergab für Aurora, Your Blood. Letztes Mal war sie noch auf Platz 23 im Countdown mit am Start. Dieses Mal reicht es nur noch für die 37. Das sind 14 Plätze Differenz. Wir machen weiter. Maneskin kommt jetzt auf Platz 36. Eine italienische Rockband, die auch schon ja, den Eurovision Song Contest vor ein paar Jahren mal gewonnen hat. Achte Chartwoche. Das ist mittlerweile die längste ja, Zeit auf jeden Fall im Countdown von allen Songs. Also gibt noch zwei weitere Songs, die auch 8 Wochen hier dabei waren bisher. Auf jeden Fall von der 32, 400 auf die 36. Wir machen weiter. Wir haben ja immer Neuvorstellungen dabei. Ihr könnt immer neue Songs ja, reinvoten in die Top 40 Liste, damit das Ganze ordentlich durcheinander gewürfelt wird sozusagen. Nee, einfach damit wir ein bisschen Abwechslung haben an Musik, weil es kommen jede Woche ja tolle neue Songs raus. Lolo mit Two of Us, das ist unsere erste Neuvorstellung hier. Ja, fürs nächste Mal auf jeden Fall. Wir machen weiter. Platz 35, Dance Sound jetzt mit Keep Dancing Inc. Radio. Letztes Mal die 24, dieses Mal geht es ein bisschen runter auf die 35. Minus 11 Plätze. Ja, wir kommen jetzt zum ersten Song in dieser Woche, der sich verbessern konnte. Letztes Mal Neueinstieg auf Platz 38 gewesen. Fida mit Soldiers of Love, dieses Mal die 34. Plus 4 Plätze geht es hier bergauf im Countdown. Wir machen mal damit Shade 7, Talk of the Town. Auch der Song begleitet uns mittlerweile schon 6 Wochen in den Charts. Dieses Mal fällt der Song von der 30 3 Plätze runter auf die 33. Wir machen jetzt weiter mit Platz 32. Da kommen wir jetzt schon zum zweiten von insgesamt 7 Neuzugängen hier in dieser Woche. Und da haben wir jetzt eine Band, die ja, jetzt erst ein neues Album tatsächlich veröffentlicht hat. Und da ist auch dieser Song drauf. Green Day, Look Ma, No Brains. Und das ist der zweite Neuzugang auf der 32. Und ja, Green Day, wirklich ein richtig gutes Album hier am Start gebracht. Saviors heißt es auf jeden Fall, da war auch schon die Single The American Dream is Killing Me drauf, der im letzten Jahr einige Wochen bei mir in den Wochencharts dabei war. Wir machen weiter. Terwick, I Hate It Wrong, das ist dieses Mal die 31. Von der 14 geht es doch deutlich runter, minus 17 Plätze. Wir machen weiter. Es ist Zeit für die zweite Neuvorstellung. Des Nuts haben einen neuen Song. Deep Diving heißt der und der hört sich meiner Meinung nach wirklich gut an und hat Chancen beim nächsten Mal hier mit am Start zu sein in den Top 40. Wir machen jetzt weiter mit einem Song auf Deutsch. Das ist tatsächlich in dieser Woche auch eine Rarität. Das ist tatsächlich der einzige Song, wenn ich mal durchschaue, der wirklich auf Deutsch ist. Nämlich Kontrollverlust von Edwin Hosen fällt 8 Plätze runter von der 22 auf die 30. Noch ein bisschen weiter runtergeflogen ist Holly Humberstone mit Cocoon. Letztes Mal noch Top 10 gewesen auf Platz 10, dieses Mal reicht es nur noch für Platz 29. Ist aber tatsächlich nicht der Absteiger der Woche, der kommt gleich, aber zuvor haben wir jetzt erstmal Pia Maria mit Reckless Heart. Sie kann sich hier verbessern im Countdown von der 31 auf die 28 hoch, plus 3 Plätze. Die 27, da haben wir jetzt den dritten Neuzugang und da haben wir jetzt ein Instrumental sozusagen, also ohne Gesang, ein Song. Das ist auch selten, dass es Songs reinschaffen, die keinen Gesang haben.
Das sind elektronische Beats auf jeden Fall von Leopold Alvatrans. Platz 27, Neuzugang. Die 26, ich habe es gerade angesprochen, der Absteiger der Woche stammt von Yard Act in dieser Woche, Petroleum. Und wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, dieser Song war letztes Mal auf Platz 3. Also deutlicher Absturz, minus 23 Plätze runter, unser Absteiger der Woche sozusagen. Wir machen das weiter, Neuvorstellung Nummer 3. Und da ja, hat Alice Merton eine neue Single rausgebracht, Anfang des Jahres. Ist tatsächlich ein 2024er Song. One Away Girl, ein Song, der auf jeden Fall hitverdächtig klingt, sage ich mal. Also der, denke ich mal, 2024 in sämtlichen Radiostationen oft laufen wird. Ist jetzt auf jeden Fall meine Vermutung. Wir machen weiter mit Platz 25 und da kann sich Mercy Mercy deutlich verbessern mit Silver Lining. Das war letztes Mal unsere Schlussposition. Dieses Mal geht der Song nochmal auf in der 8. Chartwoche auf die 25 plus 15 Plätze. Schafft auch nicht jeder Song. In der 8. Chartwoche nochmal 15 Plätze zu klettern. Wir machen weiter mit Matthew Mole, Always By My Side, gute Laune Sound auf jeden Fall. Und ja, auch in eurer Gunst steigt auf jeden Fall der Song. 5 Plätze geht's hoch von der 29 auf die 24. Ebenfalls verbessert ist unser Platz 23. Ishan mit The Blue kann sich nach vorne schieben im Countdown. 4 Plätze hoch von der 27 auf die 23. Die 22, da haben wir eine ehemalige Nummer 1 am Start. Nämlich die erste Nummer 1 im Jahr 2024, aber der Song geht mittlerweile auch schon die zweite Woche in Folge über 10 Plätze runter. 10 Plätze runter von der 12 auf die 22, Teller Aiken mit Basement. Gleich ist die Hälfte vorbei, die Hälfte der Charts, aber jetzt haben wir erst nochmal den nächsten Neuzugang am Start. Neuzugang Nummer 4, Mike Shinoda schafft den Sprung hier rein in die Top 40 auf die 21 mit Already Over. Ja, wir machen weiter mit weiterem Elektro-Sound sozusagen als Neuvorstellung Nummer 4. Jamie XX haben wir es mit It's So Good. Mal gucken, ob der Song auch so eine gute Platzierung beim nächsten Mal schafft. In den Wochencharts. Wir machen jetzt weiter mit Platz 20. Auch der Song 8 Wochen schon mit am Start. Dice mit Supervision. Und auch der Song schafft es in 8 Wochen nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne. Von der 33 beim letzten Mal hoch auf Platz 20. Die Top 20 sind somit eröffnet. Ja, Dope Lemon, wir machen mit dem Song weiter, Derby Ways May. Das war letztes Mal noch ein Top-10-Hit auf Platz 7, dieses Mal ja etwas runtergeflogen auf Platz 19. Platz 18, da kann sich AJR verbessern, reinschieben in die Top 20 mit Touchy Philly Fool. In der dritten Chartwoche geht's hoch von 28 auf die 18, plus 10 Plätze. Ja, wir machen jetzt weiter mit sommerlichen Klängen hier im Countdown, das im tiefsten Winter sozusagen. Bonnie McKee haben wir jetzt auf Platz 17 als Neuzugang, dritthöchster Neuzugang in dieser Woche, Hot City. Platz 17 auf jeden Fall, reingevotet worden von euch. Wir machen weiter mit Dua Lipa, Houdini, auch das war letztes Mal noch ein Top 10 Hit, auf Platz 8, dieses Mal 8 Plätze runtergegangen auf die 16. Neuverschränkung Nummer 5, das ist jetzt auch ein besonderer Song wieder, wir haben nur spezielle Songs sozusagen am Start und da haben wir tatsächlich einen Herrn bzw. eine Band. Ich glaube, es ist gar keine Band, sondern nur ein Herr, wo nur ein Buchstaben tatsächlich im Künstlernamen hat, nämlich Q, Changes. Das ist der ja, fünfte neue Song hier, den ihr reinworten könnt in die Top 40 Wochencharts aus dem Album Hello Everyday Changes. Und das ist, ja, Changes auch natürlich der Titel von dem Song. Wir machen weiter mit Bonjour, I Am Out. Hört sich französisch an, Bonjour, ist aber tatsächlich ein Projekt aus Österreich und der Song kann sich ja verbessern von 18,3 hoch auf die 15. Ebenfalls verbessert hat sich Platz 14 Musik aus Bayern, genau gesagt aus München, aus dem Umkreis sozusagen. Telquist, Brava, steigt hier in den Charts in dieser Woche um einen Platz von der 15 auf die 14 hoch in der dritten Chartwoche. Wir machen weiter mit einem Song, da geht es um eine Lieblingsbeschäftigung von vielen Deutschen auch. Ich mache das tatsächlich gerne, nämlich Puzzle bauen. Und Puzzle, das ist auf jeden Fall der Song, der aktuelle Song von den Blackout Problems. Letztes Mal höchster Neuzugang gewesen auf dem 6. Platz. Dieses Mal geht es allerdings ein bisschen runter. Minus 7 Plätze auf die 13. Die 12, da kommen wir jetzt zum zweithöchsten Neuzugang. Und da haben wir jetzt die Teenage Days am Start. Tale of a Man, Platz 12, also Neuzugang, ist auf jeden Fall schon mal richtig vielversprechend. Wir machen weiter mit dem längsten Titel hier im Countdown. Bob Junior und Alvin Templeman. No One Does It Better Than You. Auch der Song kann sie verbessern. Plus 8 Plätze hoch von der 19 auf die 11. Gleich kommen wir zu den Top 10, aber zuvor noch die sechste Neuvorstellung. Die stammt von The Citizen. Can't Take It Slow. Auch noch ein Song, der letztes Jahr schon erschienen ist.
Ja, die Top 10 sind eröffnet und da haben jetzt Alan Walker zusammen mit Dire, Heart Over Mind, ja, in der vierten Chartwoche dabei und in der dritten Chartwoche in Folge in den Top 10. Von der 5 Plätze runter auf die 10. Ebenfalls eine weitere Woche in den Top 10 darf Diamond verbringen mit 1987. Letztes Mal Platz 2, dieses Mal die 9, also ein bisschen runter, minus 7 Plätze. Platz 8, das ist jetzt der Aufsteiger der Woche, plus 17 Plätze kann sich der Song tatsächlich nach vorne schieben hier von der 25. Gleich mal in die Top 10 reingesprungen, auf Platz 8 hoch für The Tips, Ain't It Funny. Das hört sich so ein bisschen nach Soul an, der Song. Ist aber, ja, gefällt mir auf jeden Fall und gefällt euch anscheinend auch. Deshalb Platz 8, Aufsteiger der Woche in der zweiten Chartwoche. Insgesamt ist der Song mittlerweile am Start. Nach dem Aufsteiger der Woche kommt jetzt auf Platz 7 der höchste Neuzugang in dieser Chartwoche. Und da haben wir jetzt Diana Wang mit Somebody Else. Sie schafft tatsächlich den Sprung von 0 auf 7. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Neuzugang gleich mal in den Top 10 neu eingestiegen. Dank eurer Stimmen natürlich immer. Ihr könnt natürlich auch unter diesem Video natürlich wieder abstimmen hier für die nächste Chartausgabe für dann schon ja, die letzte im Januar. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem 6. Platz. Knox haben jetzt damit. Girl on the Internet. Geht ein bisschen runter von der 4. Letztes Mal auf den 6. Platz. Dieses Mal. Minus 2 Plätze. Wir machen weiter. Neuverstellung Nummer 7. Die Seagirls haben tatsächlich wieder einen neuen Song. I want you to know me. Ich will, dass du mich kennst. Das ist auf jeden Fall der nächste Song, der den Sprung einschaffen könnte in die Charts beim nächsten Mal. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, ob The Wackiness mit Lunar Eclipse noch auf Platz 1 ist. Das werden wir jetzt sehen. Die Top 5 eröffnet jetzt aber erstmal Johnny Marr mit The Answer. Letztes Mal Platz 9, dieses Mal weiter nach vorne gekämpft hier. In der vierten Chartwoche geht es 4 Plätze hoch. Apropos die 4, jetzt haben wir Platz 4 in dieser Woche und da geht es auch einige Plätze hoch für Gas Gas mit Rivals. Auch das Elektro-Sound hier auf Platz 4. Plus 9 Plätze verbessert. Letztes Mal der Neueinstieg auf der 13. Dieses Mal geht's rein in die Top 5 sogar. Die Top 3, da haben wir in dieser Woche die Mad Foxes mit Hurricanes. Auch der Song kann sich doch einige Plätze verbessern. 8 Plätze plus von der 11 auf die 3 hoch. Und jetzt ist die Frage, welcher Song ist zuerst jetzt da? The Wackiness mit Lunar Eclipse oder der andere Song, der noch aussteht sozusagen? Und ich kann euch verraten, es gibt eine neue Number 1, weil auf Platz 2 in dieser Woche ist The Wackiness mit Lunar Eclipse. Die Titelverteidigung knapp nicht geschafft, von 1 einen Platz runter auf die 2, aber ein Platz 2 ist auch noch wirklich gut. Und die meisten Stimmen von euch eingegangen sind beim letzten Mal für Secret mit Borderline. Sie schafft es, dass sie mit einem gewaltigen Sprung vom Platz 17 direkt an die Chartspitze von euch. Letztes Mal Neueinstieg auf der 17 gewesen, dieses Mal Platz 1. Secret mit Borderline Nummer 1 von euch die meisten Stimmen bekommen hier im Laufe der letzten Tage auf jeden Fall. Wir blicken wie immer noch zurück auf die Songs, die nicht mehr dabei sind, die rausgeflogen sind. Und das waren ja Bibiza mit der Casanova. Letztes Mal noch auf der 16 gewesen, der Casanova dieses Mal rausgeflogen aus den Charts. Ebenfalls nach 7 Wochen raus. Gossip mit Crazy Again nicht mehr am Start. Cosby mit Love Who I Am nach nur 4 Wochen raus. Und dann gibt es noch 3 Songs, die nach 6 Wochen raus sind. Nämlich Broadside mit Dazed and Confused, MGMT mit Mother Nature und Espa mit Drama. Das sind die Songs, die nicht mehr am Start sind. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr so abstimmt hier fürs nächste Mal, für den nächsten Countdown. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.